Hallo Freunde, willkommen wieder mal zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ja, im letzten Part lief es eigentlich ganz gut, aber leider nur eigentlich, weil gegen Ende ist es schon wieder total daneben gegangen. Ja, hier in Welt S, in dieser gottverdammten Trümmer-Tornado-Galaxie, will es mir einfach nicht gelingen, 5 kleine Silbersterne und die Kometmünze zusammen, ohne von diesen gottverdammten Dingern hier zerquetscht zu werden. Das ist ja nicht auszuhalten. Deswegen muss es mir jetzt endlich mal gelingen. Langsam, Toxbox, sachte Wump. Ey, komm, geh weiter. Das ist nicht dein Ernst hier. So, jetzt gehe ich mal anderswo hin. Weil das ist, glaube ich, der eine Silberstern, der mir da vorhin gefehlt hatte. So, und jetzt probiere ich auch mal was aus. Und zwar, indem ich... Na... Das war schon wieder nix. Typisch. Du Vollidioten-Trödel, Blödel. Ich wollte mir mit einem Weitsprung eigentlich die Kometenmünze gleich holen. Aber wenn das nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann gehe ich hier wieder retour. Stell mich hier wieder auf den Schalter. So. Hier ist ja der zweite Stern. So. Und hier ist die Kometenmünze. Und hier ist noch ein Schalter zum Drücken. So. Na, nein! Oh nee! Seht ihr das? Hasse ich hier so sehr, dass man das einfach nicht hinkriegt. Ha! Ausgetrickst! So, jetzt roll hier vorbei. Genau, genau, genau. Rauf, 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 rauf. Schnell, 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 schnell. So, hier hin. Und hier kommt der nächste Riesenblock. So. Und hier haben wir jetzt endlich wieder so einen blöden Schalter. So. Na los, komm. Trau dich. So, wartet. Ah, genau. Haha. So, 4 und da vorne ist jetzt endlich mal die 5. Holy shit, kann ich dazu nur sagen. Holy, holy shit. So, endlich! Danke! Wegen diesem einen Stern letztens, im letzten Part schon wieder... Ah, das war so unnötig. Kometenmünze habe ich jetzt auch gekriegt. Also, her damit. Danke, endlich! Puh, 115. So, und die 46. Kometenmünze. Und es erscheint erstmal ein neuer Weg. Und auch gleich der Schabernack-Komet in der Trümmer-Tornado-Galaxie. Dann wollen wir mal gucken. Ja, wage ich mich gleich nochmal dorthin am besten. Bestimmt ist es jetzt noch schneller, oder ich weiß auch nicht. Was müsste man hier bitte beim Kometen machen? So. Kometenalarm. Trümmer-Tornado-Galaxie. Beeilung mit der Toxbox um die Wette. Ah, auf Zeit, nehme ich mal an. Hä? Ja, seht mal. Ah, diesmal ohne Silbersterne sammeln, aber dafür scheinbar ins Ziel kommen. Ich verstehe. Ich verstehe. Mit 20 Sekunden hier. Versuchen wir mal. Moment. Ha, abgekürzt. Voll verarscht, abgekürzt. Bin ja nicht blöd. So. Das lasse ich doch mit mir nicht machen. Da
gibt es sonst nur viel zu lachen. So. Moment. Ich will ja nicht zerquetscht werden. Oh! Nein! Wieso? What the fuck? Warum? Das geht nicht! Es hat mich die Kante von dem Ding erwischt! Die Kante! Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja nicht zu fassen. Na, ja! Mario, du bist so ein Hornochse! Das gibt's schon wieder nicht! Ich hasse diese Galaxie! Das ist eine Scheißgalaxie, ist das! Was soll dieser Blödsinn hier? Ich will doch hier einfach nur mit! Und hier rüber! Zwar ohne in diesen Strudel gezerrt zu werden! Und ich pfeife auch auf die Extra-Leben! Ich muss es ja nur ins Ziel schaffen! Lebendig ins Ziel schaffen! So. Wartet mal. Ha! Das ist ja nicht auszuhalten hier. Na, nein! What the hell? Ach nee! Jetzt drehen die sich hier so dumm um sich selber, ey. Was soll denn das? Das ist so gemein! Die Galaxie ist sowas von scheiße! Und wieso hängst du denn schon wieder fest, Mario? Warum ist er jetzt hängen geblieben? Bist du dumm oder was? Sehr sogar. So, extra Leben. Unfassbar unpackbar! Wieso bitte ist er da hängen geblieben? Und warum wurde ich das eine Mal hier von einer Kante von diesem Ding erwischt? So, das gibt's eigentlich nicht. Ha! So, kannst du mich mal? So, hier! Boah! Oh, endlich! So, komm! Zack! Und da ist er! Na also, warum muss diese Galaxie so derbe fies sein? Warum? Hauptsache, ich hab den Stern endlich! Boah, ey. Ich glaub's nicht. Die Galaxie ist komplett. Ich drehe hier noch am Rad. Das ist eine der behindertsten Galaxien gewesen überhaupt. Ja. Fast. Stellenweise noch schlimmer als die Achterballengalaxie, aber nur stellenweise. So. Weiter geht es jetzt zu einer Galaxie, die aussieht wie eine Krone. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen. Und zwar hierhin, die intergalaktische Bossparade. Ihr werdet kaum glauben, was mich hier erwarten wird, aber ich werde jetzt mal dorthin fliegen. Die intergalaktische Bossparade. Hol dir den Titel, Galaxienmeister. Na, kommt euch das bekannt vor? Bei dieser Galaxie hier, die intergalaktische Bossparade, bekomme ich es nämlich mit einigen Bossen aus dem ersten Galaxy zu tun. Ja, das sind alles Bosse aus Galaxy 1. Hier hätten wir schon mal Dino Piranha. Ja, war wie gesagt der Boss, eigentlich sogar der allererste Boss in Galaxy 1. Bei denen hat sich aber so gesehen auch nichts verändert. Die sind immer noch genauso zu besiegen wie damals. Also muss man, ist es halt natürlich ein Vorteil, wenn man so wie ich den ersten Teil gespielt hat. So, und tschüss. Das war ja wirklich nicht schwer. Und tschüss. So, stattdessen, dass ich jetzt einen Stern kriege, kommt einfach ein Sternenring. Und ich kann weiter zum nächsten Boss. So, war hier jetzt nicht noch ein Kristall mit Sternteilen? Nee, egal. So, dann haben wir hier jetzt den Otterkönig.
Ganz genau. So, den Otterkönig kennen wir auch aus Galaxy 1. Der spuckt erstmal diese Feuerkugel und dann zack, bam, in your face. Ja, erinnert vom Kampf her irgendwie an Prinz Picantus aus der Heiß-Kalt-Galaxie, dass er eben mit solchen Dingen spuckt und dann muss man die Kokosnüsse auf ihn zurückschleudern und der schickt sie dann immer wieder hin und her. Ja, jetzt bist du sauer, weil du keine Krone mehr hast, oder wie, ha? Ach ja, und diese Eisviecher da, mit denen schützt er sich ja noch. Und tot! Der konnte auch voll nichts machen. So. Ah, na bitte, und dann kann es gleich weitergehen. Als nächstes haben wir hier... Ihr kennt ihn sicher alle. General Maulwurf. Oh Gott, der ist ja so fies. Na los, komm doch. Bams. Und zack. Das gefällt dir nicht, hä? So, den konnte ich ja wirklich noch nie leiden. Weil er sich hier immer so blöd unter die Erde gräbt und dann... So, jetzt rastet er komplett aus. Ja, so sehe ich aus, wenn ich mich aufrege. Könnt ihr mal als Beispielbild nehmen. Wenn ich mich in einem Spiel aufrege, sehe ich garantiert so aus. Ich habe mich hier noch nie gefilmt, hab's auch nicht vor. Seht ihr? Und hör auf damit! Ich hasse dich! Ah, nein! Mann! Der nervt mich jetzt schon wieder, aber total! Gebück! Ja, weil er auch hier immer gleich wieder zurückspringt. Hör auf damit! Bleib stehen! Und tschüss, Mann! Blöde Hackfresse, du! So, geht doch! So, Moment, erstmal Energie auffüllen und weiter! So, jetzt seht mal, wer jetzt kommt! Hier haben wir wenigstens einen Checkpoint. Und hier haben wir auch noch einen Gummilume. Ich werde mir am besten noch maximale Kraft holen. Weil ich es mir eh leisten kann und weil ich es gut gebrauchen kann. Ich habe nämlich nicht vor, schon wieder so oft zu verkacken. Also, Verwandlung! So, ihr könnt euch bestimmt denken, wer mich jetzt hier erwartet. Jemand, der als einer der schwierigsten Bosse in Galaxy 1 gilt. Nämlich Bouldergeist. Der Felsengeist hier. Der Typ, der mich echt Nerven gekostet hat im ersten Teil. Boah, der war so übel. Vor allem der Risikokomet damals in Galaxy 1 gegen den war echt mies. Bams. Daneben. So, einfach die schwarzen Bus nehmen. Und gegen ihn schleudern. Das ist halt oft genug. So. Also man sieht immer, bei den schwarzen Steinen sind solche dabei. So. Dann gleich mal einen Doppelpack. Und fries! So, und jetzt noch mit einem weiteren das Zäpfchen treffen. Bams! So, nur leider reicht das nicht ganz. Er setzt sich ja nochmal zusammen und macht sich auch noch Hände. Dieser fiese Typ. Ey, du bist so hässlich, weißt du das eigentlich? Ich hab doch keine Angst vor dir. Ich hab dich schon mal besiegt. Ich werd's wieder schaffen. So. Leider sind die Hände jetzt megamäßig nervig. Bams. Ja, klar. Töte die schwarzen Buchs, du Ass. Na los, komm doch, komm doch. Bam. Haha, erwischt. So. Come on. Nein, doch nicht damit. Davon habe ich nicht gesprochen, dass du das machen sollst. Aua, und ich habe auch nicht gesagt, dass du mir eine reinholen sollst. Naja, ein bisschen mehr dürfen die sich. Ja, klar, setz dir deine Hand wieder zusammen, ey, wie fies. Gemeinheit. Bams. Jetzt habe ich seine andere Hand kurz getroffen. Ich finde das nämlich, wenn er die Hände schon hat, so gemein, dass man dann meistens nur seine Hände erwischt, ohne den Kopf zu treffen.
Da seht ihr, wenn wir die auch immer... Nein! Aha! Habe ich ihn jetzt ein bisschen erwischt? Ich glaube schon. Daneben! Schlag nicht daneben, es geht um dein Leben! Na los, komm doch! Der Kampf dauert eh lang, ne? War so klar. Bam! Na also, so komm, jetzt habe ich ihn gleich. Und endlich! Tschüss, Mann! So. Na bitte! Da bin ich Wahnsinn hier. So, weiter! Auf einen Mini-Planeten muss sofort wieder weitergehen, weil jetzt haben wir hier den letzten Boss bei dieser Boss-Parade. Es ist der brennende Dino-Piranha, ja? Also derselbe wie der erste, nur halt, dass er eine Feuerspur hinter sich zieht und seine Kugel am Schwanz hin und wieder in Flammen steht. Erinnert ja auch ein wenig jetzt an die Tatsache, dass es ja auch einen brennenden Drachen da gab. Ihr wisst ja, diesen... Cola Carambolos, den gab es ja normal und auch als eine brennende Variante. Und hier ist es genau das gleiche. Und jetzt rastet er komplett aus, weil er einfach hässlich ist. So, bam! Ja, passt dir nicht ganz, hä? Mir aber schon. Oh ja, jetzt geht die Kugel immer wieder aus und an und aus und an. Und jetzt zieht immer so eine Feuerspur hinter sich nach. Oh ey, das ist so gemein. Aua! Nein! Oh nee! Ich hasse das! Nee! Jetzt halt doch mal still! Bitte! Nein! Schon wieder nicht erwischt! Scheiße! Oh! Ich sterb noch! Ich sterb wirklich noch! Mario! Bitte! Na, endlich! In your face! Du Scheißendreck, Missgeburt! Und tot! Endlich! Ich dachte schon, jetzt sterbe ich doch noch. Nicht mit mir, Freundchen! Wirklich, nicht mit mir! Du bist an den Falschen geraten. So, her damit! Oh Gott, danke schön! Phew, 117. Gut. Und... Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen. Oh, wie schön. Ein grüner Luma hat dich nach Hause begleitet. Die sind wirklich nicht häufig anzutreffen. Er hat sicherlich einige interessante Geschichten auf Lager. Warum gehst du nicht mal zu ihm und sagst Hallo? Ja, das werde ich mal machen. Ich glaube nämlich, in der intergalaktischen Bossparade gab es ausnahmsweise auch keine Kometenmünze. Seht ihr, ich würfel immer dieses einzelne Sternteil. Wieso? Ach egal, so hier. Hallöchen. Die Grünsterne zu sammeln, das ist unsere wahre Bestimmung. Der Legende nach wird wahre Größe dem zuteil, der alle Sterne sammelt. Wie aufregend. Oh mein Gott, er hat Grünsterne gesagt. Ja, tja. Ich habe euch ja gesagt, in Galaxy 2 gibt es ja nicht nur 120 oder 121 Bossterne, sondern insgesamt 242. Der Rest sind nämlich alles Grünsterne. Und damit die Grünsterne aber zu finden sind, braucht man jetzt erstmal die 120 normalen Powersterne. Das heißt, mir fehlen ja nur noch mehr drei. So. Gut. Was zum? Nein! Nein! Wieso gab es hier bitte eine Kometenmünze? Wo war die bitte? Das gibt's doch jetzt nicht. What the fuck nochmal? Das Spiel will mich echt verarschen. So. Das gibt's ja nicht. So, Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen zum Gomelium, der 2000 Sternteile fressen will, aber... Wieso bitte? Wo war denn jetzt hier bitte eine Kometenmünze? Wo? Wo war die?
Scheiße! Och Menno, jetzt kann ich den ganzen Scheißdreck nochmal machen. Jetzt kotzt mich schon wieder so an. Warum? Wieso ist dieses Spiel teilweise so behindert? Ist mir doch egal, ich hol dich jetzt an Bord. An Bord nehmen. Ich verstehe das nicht. Oh, Gomeluma, los, mach ihn fett. Ja, Moment mal. Muss ich erstmal was abheben. So. Also, ja bitte, ich möchte zugreifen. Das gibt's ja nicht. Wo bitte wäre denn jetzt diese gottverschissene Kometenmünze gewesen? Halt! Das ist zu viel! So, genau 2000. Okay. Boah, ich verstehe das nicht. Naja, egal. So, komm, füttern wir ihn erstmal. Das ist der letzte Gomelium im Spiel, der 2000 Sternteile will. Zum Glück habe ich hier genug auf der Bank. Also, lass sie dir alles schmecken und werd fetter und fetter und fetter und fetter und fetter und fetter, so richtig schön schwabbelig. Na, komm schon. Na bitte. Oh, wunderbar, ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung! So, jetzt kommt noch eine Galaxie. Eine neue Galaxie wurde geboren. Oh ja, und die war auch gar nicht mal so leicht. Aber die werde ich jetzt mal machen. Ich werde halt offscreen nach dieser gottverdammten blöden Kometenmünze dort suchen. Ich verstehe nicht, also es hätte mich auch gewundert. Ihr seht doch hier rechts unten. Warum? So, seht mal, hier wird auch angezeigt, wie viele Sterne man jeweils bräuchte, dass man hier weiterkommt. Hier, dass man da hinkommt, 75 Powersterne, hier 80, ab hier 90, hier 100, da schon 110 und 2000 Sternteile. Und hier hinten hätten wir jetzt eine weitere Galaxie, nämlich die Schüttelschieber-Galaxie. Und ihr könnt mir glauben, die hat es echt in sich, auch wieder mit Kometenmünze, die ich hoffentlich diesmal finden werde. Also werde ich mal dorthin fliegen. So, Schüttelschieber-Galaxie. Wo ist der Boden? Schüttelpanik. Yes. Willkommen in der Galaxie. Ja, und die, wie gesagt, ist echt übel. Weil seht mal, hier haben wir rote und blaue Wände. Und könnt ihr euch noch eigentlich an die Schüttelklapp-Galaxie erinnern? Das war die, wo es rote und blaue Bodenplatten gab. Und die haben sich ja immer umgeklappt, wenn ich eine Drehattacke gemacht habe. Und hier ist es genau das gleiche, nur dass sich eben die Wände raus und rein fahren, wenn man sich dreht. Seht ihr? Durch Drehen schiebst du die Blöcke rein und raus, hoppel hopp. Ganz genau. Ja. Also hier ist es halt mit den Wänden. So, na dann. Schwupps. Also hier muss wirklich jeder Sprung sitzen. Ich habe da früher so viele Versuche gebraucht. Und dann ist vor allem der... Boah, da seht man hier, wenn ich mich jetzt drehe, ist der Boden weiter unten. Aber hier muss man dann einen Wandsprung machen können. Dass man jetzt hier wieder hinkommt und dann hier... Das ist schon ganz schön krass. Aber ich finde es auch eine geile Idee. Also das ist mal wirklich anspruchsvoll. Das ist eine relativ schwere Galaxie. Und wie gesagt, der Schabernack-Komet hier war einer der aller megamäßig gemeinsten überhaupt. Jetzt haben wir hier außerdem noch Spinnen. Die kann ich überhaupt nicht leiden. So. Bam. So, wenigstens gibt es hier einen Checkpoint. So. So, hier, so ein fieses Vieh. Aha. So. Ah ja. Wartet mal. Ja. Stacheln gibt es hier natürlich auch. Das macht das Ganze noch schwieriger. Also da muss man wirklich absolute Vorsicht walten lassen. Dass einem hier nichts passiert.
So. Vor allem hier jetzt. Wandsprung und gleichzeitig Wirbelsprung machen. Das muss man können. So, wieder ein Checkpoint. Und hier ist jetzt der letzte noch richtig schwere Abschnitt. Weil hier sind viele Wände und auch noch Stacheln und diese blödsinnigen Spinnen. So, tschüss. Wartet mal. Haha. So. Ja, seht ihr? Oh, das hat schon wieder nicht ganz hingehauen. Ja, das ist... Hier wird es jetzt richtig schwer. Hier ist man nämlich jetzt im freien Fall. Und man muss trotzdem irgendwie schaffen, dass man da noch hochkommt. So. Also echt schwer. Na, seht ihr? Das war so knapp! Oh Mann, ey. Das war so eine knappe Scheiße gerade. Mann, ey. Fies, Mann. Aber richtig fies. So, komm. So. Das war so knapp gerade. Ich hätte es ja fast schon geschafft gehabt, aber nein. Da muss ich doch noch... Weil ich ausgerutscht bin, ja? Weil ich hier irgendwie keinen Halt gefunden habe, deswegen nicht. Ha, jetzt! Ich bin oben! Ich bin oben! Na bitte! Und wo war hier wieder die Kometenmütze? Die habe ich auch wieder nicht gesehen. Die habe ich doch auch wieder nicht! Moment mal! Das geht nicht! Wie scheiße! Oh Mann, ey, was ist denn jetzt auf einmal los mit diesen gottbeschissenen Münzen? Wo sind die denn alle? Die war ja hier auch wieder nicht zu kriegen. Ich verstehe das nicht. Wo war die bitte? Aua! Die war sicher hier oben. Na geh! Wo ist diese scheiß Münze? Wo ist die? Da oben! Da oben! Ja, Entschuldigung, das kannte ich ja nicht wissen. Das ist ja voll mega fies, ey. Aber sowas von. Ja, seht ihr das? Wie soll man das bitte wissen können? Vor allem wie... Hallo! Wie soll man die denn kriegen? Oh, nee! Jetzt hätte ich den Stern gleich gehabt, dann verpasse ich wieder diese scheiß behinderte Drecksarschlochmünze. Aua! Aua! Oh, wie scheiße! Mann! Fick dich! Wieso zum Teufel nochmal? Wie kriegt man die? Die muss man kriegen können! Da muss es doch irgendeinen Trick dabei geben! Aber ich kenne den Trick nicht mehr! Wie bitte hat man das gemacht? Wie hat man das hier gemacht? Nee, so jedenfalls nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht geht das nur über das zweite. Aber ich verstehe dann trotzdem nicht, wie man das hätte machen sollen. Vielleicht von hier? Dass man von hier die Wände... Also, dass man hier jetzt... So? Nee, auch nicht. Aber das wäre irgendwie gegangen.
Meine Fresse, diese Galaxie ist wieder mal zum Ankacken behindert. Ich will aber die Kometenmünze haben. Ich brauch die. Aua! Oder ist mir das von... Nee, wie soll denn das wieder gehen? Mario! Jetzt fick dich mal! Nein! Das kotzt mich einfach an! Wieso? Wie kriegt man diese scheißbehinderte Arschlochmünze? Wie macht man das? Wieso muss die da oben sein? Das kann man nicht schaffen! Das geht einfach nicht! Wieso zum Teufel? Das gibt's einfach nicht! Das kann man einfach nicht schaffen! Ich verstehe das nicht! Das musste man irgendwie... Aha! Nein! Nein! Fuck you! Wieso? Jetzt habe ich das doch fast geschafft gehabt! Arschloch! Das gibt's ja wohl nicht! Das Spiel ist scheiße! Und zwar scheißbehindert und gemein! Wieso kriege ich diese arschlochbehinderte Drecksfootnot-Mütze nicht? Das muss man schaffen können! Die können hier nicht wo platzieren, wo man die nicht kriegen kann! Das bringt mich einfach zum Ausrasten! Es tut mir leid, aber ich bereue nichts! Wenn es besser könnte, ist mir das auch egal! Das ist mir sowas von Schnurz! Ich verstehe es einfach nicht! Weil das einfach unmöglich ist! Ah, jetzt auf einmal! Jetzt auf einmal! Warum vorher nicht, ha? Warum nicht? Kannst du mir das mal verraten? Bestimmt nicht! Weil du mir jetzt so dumm bist! Jetzt auf einmal! Und ich werde jetzt fall ich wieder runter! Das ist unbegreiflich! Boah, endlich! Scheiß die Wand an! Das gibt's doch einfach nicht! Wie kann man die Kometmütze nur so arschbehindert platzieren? Fick dich! Boah, ey! Das ist unfassbar arschig gewesen. So. Oh Gott, und jetzt kommt auch noch... Ja, ich habe eine Komete in der Schüttelschieber-Galaxie, aber der kann mich mal am Arsch lecken. Nee. Sorry, aber das ist einfach... nix, ein Augenblick. Was ist los mit dir? Lass mich in Ruhe. Freunde, es ist Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.